Da sind schon wieder welche. Nummer 4, Tulpen. Meine Verehrerin kennt eindeutig meine Vorlieben. Diese Blumen sind für mich, das ist ganz klar. Rot, gelb regiert die Welt. Hey Leute, der Ästhet in diesem Hause bin ich, deshalb sind es meine Blumen, ist doch ganz klar. Die wachsen bei Philipp im Garten, das sind meine. Hey, hey, hör mal. Ich bin erst am Bad. Halt mal kurz. Vielleicht ist es doch dein. Leute, ich muss in die Schule, ich hab's wirklich eilig. Vor. Alter, vor Schönheit, ich hab gleich einen Kunden. Tobias, deine Hochschule hat gestern angerufen. Du musst erst zur vierten da sein. Hey, das sagst du mir jetzt? Ist ja wunderbar, dass ich 2 Stunden länger schlafen könnte, Mensch. Morgenstund hat Gold im Mund. Kommt von Können. Hat denn immer noch kein Schwein begriffen, dass man das nicht lernen kann? Wozu diese hirnrissige Hochschulausbildung? Diese hirnrissige Hochschulausbildung ist absolut notwendig, damit der angehende Künstler begreift, wie unnötig sie eigentlich ist. Danke für den Tipp. Jetzt sehe ich doch wieder Sinn in meiner Arbeit. Von dir? Nein. Ich habe heute erst später Unterricht. Ich könnte dir ein paar Entwürfe von mir zeigen. Die von deiner Briefmarkensammlung? Darf man mal erfahren, was hier los ist? Wie kommen Sie dazu, meine Studenten zu unterrichten? Sowas nennt man Noteinsatz, Herr Sandmann. Wie wäre es mit ein wenig kollegialer Dankbarkeit? Mein Unterricht beginnt erst 1 Stunde später. Für Sie vielleicht. Und Ihre Studenten sollen inzwischen Däumchen drehen. Ausgerechnet jetzt, wo es um den Wettbewerb geht. Naja, anscheinend hat er gerade was Wichtigeres zu tun. Du schaffst sie. Welchen Einfluss Ihr Verhalten auf Ihr Image hat, muss ich Ihnen ja nicht erklären. Sie werden schon wissen, was Sie tun. Ich hoffe, Sie auch. Hallo. Könnten Sie mir mal freundlicherweise erklären... Hallo. Könnten Sie mir mal freundlicherweise erklären... Könnten Sie mir freundlicherweise mal erklären, warum Sie nicht anklopfen? Wir machen das hier so. Entschuldigung. Irgendjemand hat gestern bei mir an... Lippenstift. Irgendjemand hat gestern bei mir angerufen, mein Unterricht sei verschoben. Waren Sie das? Herr Sandmann, vielleicht überlegen Sie sich in Zukunft für Ihre amorösen Abenteuer eine bessere Ausrede. Kreativität ist doch Ihr Fach. Danke. Na, auch schon ausgeschlafen, unser Sandmann? Sie haben nichts gestern zufällig bei mir angerufen. Hätten Sie das gern? Danke. Es war nur eine Frage. Darf ich? Bitte. Lass dich bloß nie auf einen Künstler ein. So, das sind die letzten. Danke. So, mehr? Ja. Kennen Sie Herrn Sandmann eigentlich näher? Er interessiert Sie, oder? Na klar. Ich meine, er ist der Vater meiner besten Freundin. Und er kann super zeichnen. Ist schon ein guter Typ.
Ja. Nur seinen Lehrauftrag nimmt er nicht sehr ernst, der Künstler. Naja, das hätte ich auch nicht von ihm gedacht. Ich muss dann jetzt wirklich los. Tschüss, Frau Reinhardt. Wiedersehen. Ich verstehe es einfach nicht. Ach, Henrik. Henrik, denk doch noch mal nach. Wer hat gestern Abend angerufen? Es ist wichtig. Mann, Frau, jung, alt. Gott, woher soll ich denn das wissen? Eine Frau, ziemlich alt. So alt wie du ungefähr. Danke. Nimm halt mal irgendwas ernst. Tue ich. Ich würde zum Beispiel gerne wissen, für wen die Blumen sind. Wenn jemand aus der Fachhochschule anruft, dann hat das mit meiner Arbeit zu tun. Und die ernährt unter anderem auch dich. Also wenn du es dir schon nicht merken kannst, dann schreib es dir bitte in Zukunft auf. Okay. Wetten, die Tulpen sind für mich? Ich verstehe gar nicht, dass jemand sich in diesem Haus außer mir diese Frage stellt. Sicher eine Studentin von mir. Oh, 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 oh. Unzucht mit Abhängigen. Jetzt mach mal halblang. Weißt du, wo meine Brille ist? Ja, wahrscheinlich kommt der Anruf und die Blumen aus der gleichen Ecke. Na, wart's ab. Spätestens morgen früh weiß ich, wer mir die Blumen schenkt. Wo ist denn meine Brille? Hände hoch oder es gibt eine Ladung BSE. Vollidiot, ich hab schon gedacht, du lässt mich sitzen. Ich war ein bisschen einkaufen. Ich bin ja mal gespannt auf unsere Blumenfee. Dann entspann dich. Diese Blumen sind für mich, das ist ganz klar. Dann zeige ich Anteilnahme und was kriege ich zurück? Kaltes Bier für den Anfang. Prost, Sherlock. Prost, Watson. Scheiße, man sieht nur Büsche. Man sieht überhaupt nichts. Ich glaub dem alten Watson, wir brauchen einen Platz mit Aussicht. Der alte Blumentante kommt doch sowieso erst morgen früh. Ja, dann können wir doch eine Runde knacken. Ein guter Detektiv schläft nicht. Ja, dann ziehen wir um. Auf den Balkon. Vorne raus, über der Haustür. Nimm den Schirm mit. Der hilft gegen Regen. Jetzt haben wir die Blumenhilde verpasst. Du bist so ein was Penner. Was pennst du auch ein, du Idiot? Du bist eingepennt. Hey, da ist ein Auto. Gärtnerei Frühling. Gärtnerei Frühling. Vergleich. Verfolgen. Komm, beeil dich, komm. Mit dabei. So aggressiv. Henrik, ich bin überhaupt nicht aggressiv. Aber mit dem linken Fuß aufgestanden, oder was? Hast du nicht gemerkt? Ja, das gibt's doch nicht. Hallo. Das ist ja so mehr. Morgen.
Na, keinen Schlüssel für den Datenhimmel? Ja, so könnte man es bezeichnen. Schon mal mit Anklicken probiert? Ja, das versuche ich eigentlich die ganze Zeit, aber... Siehst du? Muss halt richtig rangehen. Ich glaube, von dir kann ich noch was lernen. Das glaube ich auch. Und was machen wir so lange mit deiner Klasse? Wie wär's nach dem Unterricht? Hey! Gibt's ja wohl nicht. Hallo, Sie haben uns eingeschlossen. Wir sind hier drinnen. Da scheint sich jemand einen Scherz erlaubt zu haben. Ja, aber einen ganz schlechten. Angst? Wo steckt denn unser Sandmännchen? Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Der kommt schon. Helden verschwinden normalerweise nicht. Entschuldigung. Stimmt. Endlich mal ein vernünftiger Prof. Es wäre super, wenn wir einen Wettbewerb gewinnen würden. Wenn wir dann noch den Nachfolgeauftrag bekommen, wäre das Semester finanziell genutzt. Ach, mit dem Sandmann schaffen wir das schon. Haben Sie keinen Unterricht? Wo ist denn der Sandmann? Eigentlich wollte er nur kurz in den Computerraum. Seitdem ist er spurlos verschwunden. Schön. Ja? Mhm. Hallo! Hallo, machen Sie bitte wieder auf! Hier ist jemand drinnen! Hallo! Ist da jemand? Herr Sandmann! Herr Dr. Merlin, könnten Sie uns die Tür bitte aufsperren? Ja. Moment. Wir sind hier eingeschlossen worden. Völlig unbegreiflich, wie das passieren konnte. Vielen Dank. Aber Moment, das sind meine. Ach, da muss jemand meinen Schlüssel auch noch mitgenommen haben. Also ich fasse es nicht. Hallo? Ist das Ihre Auffassung von Hochschulpädagogik? Moment, Moment, Herr Dr. Merlin. In diesem Fall bin ich ja wohl eindeutig das Opfer. Das möchte ich für die junge Dame nicht hoffen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie Ihren Unterricht bitte augenblicklich wieder aufnehmen würden. Vergessen wir das Ganze. Ich weiß ja gar nicht, ich komme gar nicht mehr an meine Unterlagen. Herr Sandmann, Ihr Unterricht. Bitte. Verdammte Scheiße! Also, dann machen wir uns wieder in unseren Wettbewerb. Wir werden die verlorene Zeit schon wieder aufholen. Keine Panik. Herr Obermeier, kriegen Sie das Ding da auf? Da schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Das Buch müsst ihr lesen. Was soll ich jetzt da aufmachen? Der steht doch auf. Was? Was ist denn hier? Ich hab sie doch nach der letzten Stunde hier reingetan. Schau, da ist es wieder, das Beispiel der Chaostheorie. Warum steht die Tür offen, Herr Theoretiker? Hm? Naja, was offen stehen kann, steht eben auch offen. Ach, die Entwürfe müssen hier sein, das gibt's nicht. Tja, was? Chaostheorie eben, Herr Professor. Zuerst verschwinden die Schlüssel, dann fehlen die Layouts. Da stimmt was nicht, das ist sicher. Wie, Sie meinen, unsere Wettbewerbsentwürfe wurden geklaut? Ja, und wer hätte da was davon? Fragt euren Theoretiker. Wahrscheinlich steht darüber was in der Chaostheorie. Das heißt, wo sind Sie abgeblieben? Hallo. Hast du schon gehört? Nee, was denn? Der Sandmann hat die Wettbewerbsunterlagen der Studenten verschlampt. Oh nein. Doch. Ach, Frau Kollegin, hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Ja, bitte. Sie waren ja so freundlich, gestern meine Klasse zu unterrichten. Ja, und? Wäre es vielleicht möglich, dass Sie dabei die Wettbewerbsarbeiten meiner Studenten verlegt haben? Rein zufällig natürlich. Herr Sandmann, Sie suchen den Schuldigen wohl immer woanders. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Das geht natürlich nicht gegen Sie. Aber irgendjemand hat hier was gegen mich. Und langsam fängt es mir an zu stinken. Was haben Sie denn erwartet? Erst erschleichen Sie sich einen Lehrauftrag hier und dann lassen Sie sich hier durcheinander mit einem satten Dozentengehalt bezahlen. Yeah.
dreimal mit dir segeln und du kommst nicht. Steh mir hier die Beine im Bauch. Reg dich ab. Du weißt ja gar nicht, was läuft. Ja, was läuft denn? Mein Gott, du sag was. Was ist denn schon wieder los? Das ist doch kein Zufall mehr. Jetzt sind sämtliche Wettbewerbsunterlagen der Studenten verschwunden. Das wundert mich überhaupt nicht, wenn du deine Arbeit so ernst nimmst wie eine Verabredung mit mir. Na, jetzt fall du mir noch in den Rücken. Ich konnte die Unterlagen gar nicht verschlampen, weil ich gar nicht an den Schrank rankam. Ja, wahrscheinlich hast du den Schlüssel verloren. Nein, der Schlüssel ist geklaut worden. Ach ja, geklaut. Wo war denn dein Autoschlüssel, als du neulich gesucht hast? Ach, in der Wäsche. Ich habe ihn gefunden. Und wo war deine Brieftasche seinerzeit? Na wo, wo? Im Eisfach vom Kühlschrank. Jetzt hör auf mit diesem Pipi-Haushaltskram. Ich nehme meinen Job als Professor sehr ernst. Ja, du bist halt ein zerstreuter Professor. Ist doch wunderbar. Macht dich sympathisch. Darum geht's überhaupt nicht. Jemand arbeitet in einer ganz miesen Intrige gegen mich. Wie immer, ja. Scheiße. Und dieser jemand steckt wahrscheinlich auch hinter den Blumen. Wie kommst du eigentlich drauf, dass die Blumen für dich sind? Die könnten genauso gut für mich sein oder für Henrik. Lächerlich. Außerdem, wenn dir schon jemand anonym Blumen schenkt, dann will er dir nicht ans Bein pinkeln. Du hast einfach keine Ahnung, was läuft. Tobias! Christoph! Was ist denn? Ich weiß jetzt, wer dahinter steckt. Und? Wer denn? Somea! Somea? Ja, Somea ist unsere Blumenfee. Ich vermute, du bist ziemlich enttäuscht von mir, Somea. Weißt du, bis jetzt warst du einfach nur Alicias beste Freundin für mich. Schau. Ja, und jetzt bin ich eben noch deine Studentin. Hast du damit ein Problem? Ich finde dich wirklich ungeheuerlich attraktiv und ich will dich wirklich nicht verletzen. Ich verstehe nicht so ganz. Ist schon in Ordnung. Ich meine, so dramatisch ist das Ganze nun auch wieder nicht. Nein, nein, steh doch zu deinen Gefühlen. Das ist doch wichtig. Besonders, wenn jemand so hübsch ist wie du. Sag mal, was willst du eigentlich von mir? Ich kann doch verstehen, dass du sowas machst. Weil du einfach maßlos enttäuscht bist. Du hast die Entwürfe so mehr, nicht? Wie bitte? Was ist das doch wohl? Erst willst du mich hier einseifen und dann so eine Unterstellung? Hältst du dich für Don Juan oder was? Glaubst du, mit deinem Charme kannst du hier alle bezirzen? Oh Mann! Hallo! Ich hätte ihm das ja eigentlich nicht zugetraut, aber ja, das ist eindeutig der Beweis. Ja. Herr Sandmann! Ja? Gratuliere. Prima hingekriegt. Was? Hier ist Ihre Bestätigung. Sehr geehrter Herr Sandmann, hiermit bestätigen wir Ihnen den Eingang Ihrer Entwürfe zur Teilnahme an unserem Wettbewerb? Jetzt ist ja alles klar. Das ist völlig unmöglich. Mit den Arbeiten Ihrer Studenten mal eben einen kleinen Geldpreis einstreichen. Da wird Betrug ja quasi zum Kavaliersdelikt. Gell, Herr Sandmann? Moment, Sie glauben doch nicht, dass ich... Da traut sich vielleicht was. Ja, genau, aber nicht mehr lange. Er kommt! Also, um allen Missverständnissen vorzubeugen. Herr Sandmann, die Klasse hat beschlossen, dass wir nicht mehr von Ihnen unterrichtet werden wollen. Nicht nach dem, was passiert ist. Pass mal auf, ich hab früher meine Preise selber verdient und ich werde sie auch in Zukunft selber verdienen. Ich habe es nicht... Und wir müssen auch mal an unsere Zukunft denken, ja? Ja, und die lassen wir uns von Ihnen nicht klauen. Hast du Tobias gesehen? Ja, der ist gekommen und dann sofort zur Werft abgehauen. Und er hat nichts gesagt? Kein Ton? Das hört sich nach gekränktem Künstler an. Und wenn schon. Was machen eigentlich meine Blumen hier? Wieso denn deine Blumen? Ja, meine Blumen. Diese Blumen hat Somea mir geschenkt, weil Somea in mich verliebt ist. Und das ist auch völlig klar. Jetzt pass mal auf.
Ich passe immer auf. Somer hat schon immer zu mir das beste Verhältnis gehabt. Hm? Ach, zu dir? Ja, zu mir. Nimm's leicht. Tja, wahre Schönheit genügt sich selbst. Na, großer Meister, was machst du denn da? Siehst ja, Segeln. Ah ja. Was ist denn los? Wenn ich das wüsste, ging es mir besser. Dir steht das Wasser mal wieder bis zum Hals, hm? Ja, wie immer, aber diesmal bis hierhin. Glaubst du denn, dass Selbstmitleid das richtige Mittel ist? Ich meine, einsame Cowboys gibt's nur im Film. Bleib mir gestohlen mit deiner Hausfrau in Psychologie. Mutterbrust gibt's heute nicht, dies aus! Darauf kann ich verzichten, danke. Was ich bräuchte, ist ein Freund. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Herein. Ach, der Herr Sandmann. Es ist dringend. Herr Dr. Merlin, ich muss mit Ihnen sprechen. Setzen Sie sich. Ich will es kurz machen. Aber es will mich hier jemand loswerden. Übertreiben Sie da nicht ein bisschen? Setzen Sie sich. Wie stehe ich denn da? Ich habe keine Lust, mich weiterhin lächerlich zu machen. Setzen Sie sich. Herr Dr. Merlin, es ist mein bitterer Ernst. Jemand versucht, mich aus dem Sattel zu heben. Meine Studenten und meine Kollegen machen mich fertig. Sie sprechen doch nicht etwa von Mobbing? Doch, ganz genau, davon spreche ich. Man will meine Existenz, meinen Ruf ruinieren. Tja, dann wird sich wohl das Kollegium zusammensetzen müssen und den Fall ausdiskutieren. Herr Sandmann, wir sind doch alle erwachsene Menschen. Ach, diskutieren, diskutieren. Diskussionen bringen uns nicht weiter, Herr Dr. Merlin. Wir müssen handeln. Herr Sandmann, sollte Ihnen mein Führungsstil nicht zusagen, dann... Aber nein, nein, nein. Darum geht es gar nicht. Wen meinen Sie denn konkret? Anke Reinhardt. Unsinn. Für die Kollegin lege ich meine Hand ins Feuer. Hoffentlich verbrennen Sie sich nicht. Anke Reinhardt. Na? Alles geregelt, Herr Kollege? Bisher hatten Ihre Einfälle ja eine gewisse Art von Humor. Aber jetzt geht's an die Existenz. Und da ist bei mir der Spaß zu Ende. Lassen Sie sich doch den Preis direkt auszahlen, wenn's eng wird. Sollen immerhin 15.000 Mark sein. Das entspricht wohl Ihrer Vorstellung von kompetenter Gleichberechtigung, ja? Ihre Stelle wäre die meine gewesen. Eine Festanstellung steht mir schon lange zu. Ach, und wie lange wollen Sie an meinem Stuhl sägen, Frau Kollegin? Bis Sie die Stellung haben? Das erledigen Sie gerade selbst. Tut mir leid. Diesen Gefallen werde ich Ihnen nicht tun. Weiber. Hallo? Hallo?
Ja, Blumen sind wie das Salz in der Suppe. Ohne Blumen hätte das Leben keine Würze, oder? Sag mal, was machst du hier überhaupt? Uff, ich hol Tobias ab. Ah, ja. Ja, danke, die Blumen sind echt schön. Und danke auch dafür, dass ich in die Werft darf zum Zeichnen. Dann sehen wir uns ja. Schön. Mhm. Also, tschüss dann. Tschüss. Herr Professor, auf Wiedersehen. Und? Wie ist es gelaufen? Verstehe. Ja, ich werde wohl das Lehramt verlieren. Willst du damit sagen, dass diese Ziege dich da drin geschafft hat? Richtig. Was ist mit dem Ministerium? Ach, das Ministerium, das erzählt dir was von Frauenquote, was weiß ich. Du, vielleicht täusche ich mich ja auch und es war so mehr. So mehr? Du spinnst doch. Jetzt komm schon, mach hin! Hallöchen. Hi. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Noch ein Sandmann. Die habe ich selbst gepflückt. Passend zu deinen Augen. Ich finde, Veilchen passen überhaupt gut zu dir. Ja, Blumen sind wie das Salz in der Suppe. Och, nee, das sehe ich anders. Ich finde, Blumen sind wie Frauen. Geheimnisvoll. Findest du das Tulpen zu mir passen? Ich meine, jeder hat doch seinen speziellen Typ Blumen. Oh, Henrik, wenn du jetzt schön Wetter machen willst, dann vergiss es. Dass dein Vater zu sowas fähig ist, hätte ich nie gedacht. Klaut einfach unsere Arbeiten und gibt sie als seine aus. Sowas würde Tobias nie tun, da wette ich drauf. Ja, dass du ihn verteidigst, ist ja völlig klar. Jetzt bleib mal bitte auf dem Teppich. Bis gestern war noch alles okay. Hey, du hast aber einen tollen Paar. Ja, und jetzt, über Nacht, ist er ein Arschloch geworden, oder was? Tobias könnte niemals so intrigant sein. Nie im Leben. Da stecken ganz andere Leute dahinter. Tag. Frau Reinhardt? Was gibt's? Haben Sie einen Moment Zeit? Ich habe noch mal mit den Leuten in der Klasse geredet. Und wir glauben nicht an Tobias. Herrn Sandmanns Schuld. Das freut mich. Man darf Herrn Sandmann nicht voreilig verurteilen. An die Entwürfe konnte ja jeder ran. Ja, aber ich denke, der Spind war verschlossen. Wir kennen ja die Ordnung von Herrn Sandmann. Wissen Sie, ohne wirkliche Beweise sollte man mit seinen Spekulationen etwas vorsichtig sein. Ja, aber Sie haben doch gesagt, dass er... Also, ich meine... Nein, nein. Man darf Herrn Sandmann nicht so mir nichts, dir nichts über die Klinge springen lassen. Also neulich in der Klasse, da habe ich aber was anderes von Ihnen gehört, Frau Reinhardt. Na ja, da sind vielleicht die Emotionen mit mir durchgegangen. Ich muss jetzt rüber. Bis morgen. Thank you.
Pibröning, 5 Color, DIN A0. Nein! Der Zimmerservice! Pass bitte auf. Hier. Ich hab keinen Hunger. Essen und Trinken hält Leib und Seele. Komm, jetzt spar dir deine dummen Sprüche. Blumen, wo kommen die Blumen schon wieder her? Ich kann keine Blumen mehr sehen. Die sind für dich. Schon wieder? Die sind für dich, hundertprozentig von Carlos, als gute Nachtgruß. Ach so. Ja? Na denn. Auf die Zukunft. Ich nehme mal an, dein Stress hängt mit dieser Anke Beinhardt zusammen, ne? Diese Frau heißt Reinhardt, nicht Beinhardt. Mensch, und dein Steinhardt. Also für mich ist der Fall vollkommen klar. Ach ja? Diese Reinhardt ist doch die Einzige, die davon profitiert, wenn du deinen Job verlierst. Weil sie ihn nämlich dann kriegt. So einfach ist das. Ach nee. Ja. Ja, aber beweis es mal. Beweis es mal. Ja, wieso? Ich kenne sie doch gar nicht. Sei froh. Weißt du was? Ich glaube, du musst diese Frau einfach auf deine Seite ziehen. Mit allen Mitteln. Flirt mit ihr, bagger sie an. Ja, was glaubst du denn, was ich mache? Glaubst du, ich drehe Däumchen oder was? Ich hab sämtliche Register gezogen. Bei dieser Frau, da beißt du auf Granit. Ja, mach weiter. Geh mit ihr ins Bett, wenn es sein muss. Mit der? Nee. Wirklich nicht. Du bist doch sonst nicht so wählerisch. Was haltet ihr davon, wenn Christoph sich an sie ranmacht? Den kennt sie nicht. Was, ich? Spinnst du? Ja, was? Nur anbaggern. Die Idee ist hervorragend. Wieso habt ihr hervorragend? Du bist der ideale Typ dafür. Jede Frau schüttet dir sofort ihr Herz aus. Vielleicht bringst du was über ihre nächste Mobbingaktion in Erfahrung. Ich kann sowas nicht, vergiss es. Jetzt komm, jetzt tu nicht so. Du bist hier der Seelenfreund, der Witwen- und Waisentröster. Was? Ich? Ja, natürlich. Pass auf, ich hab die Idee. Wir machen es folgendermaßen. Jetzt hört auf, ich mach das nicht. Das ist mein letztes Wort, definitiv. Nein. Die Linke ist es. Du meinst die Rechte? Nein, die Linke. Bist du ganz sicher? Ich meine, du verwechselst ja sonst auch mehr rechts und links. Ich verwechsel überhaupt nie links und rechts. Meinst du nicht, wir würden mehr rauskriegen, wenn ich die Rechte anbaggere? Wieso denn? Ja, vielleicht ist das eine Freundin. Das ist eine super Tarnung. Jetzt lass den Quatsch. Also gut, die Linke. Achtung. Reiß dich zusammen. Tu es für mich. Ich muss doch bescheuert sein. Machst du einen Schotbruch. Danke. Zum Wohl, Dina. Danke, danke. Du, ich geh mich schnell umziehen. Hm? Ist hier noch frei? Bitte. Hallo, was darf es denn sein? Ein helles hätte ich gern. Soja oder Dinkel? Hopfen, wenn es geht. Hier gibt es nur Vollwert. Dann nehme ich so einen Tomatensaft. Aber gerne. Ja, es muss auch Biomuffel geben. Der, der neben Ihnen sitzt, heißt Christoph Dengler. Aha. Wie schmeckt dieses Bio-Bier? Ist es nicht besonders süß? Sie haben wohl keine Ahnung von biologischer Ernährung. Da haben Sie vollkommen recht. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge im Leben. Zum Beispiel Segeln. Sind Sie schon mal mit so einem alten Holzboot gesegelt? Pardon? Zum Wohl. Der Wind, die Wellen. Wasser ist ja ungemein sinnlich. Sind Sie immer so aufdringlich?
Widerstand zieht mich ungeheuer an. Oh, schau, ruhig Glück. Ich komm gleich wieder. Kann's kaum erwarten. Mann, das war ja vielleicht sowas von uncool. Das gibt's ja nicht. Schüttet sich den Tomatensaft über die Hose. Ich fass es nicht. Ich hab doch gesagt, ich kann's nicht. Tschüss. Tschüss. Versuch doch mal mit ein bisschen Charme, Humor oder Leichtigkeit oder sowas. Charme. Die Frau hat eine Ausstrahlung wie eine Registrierkasse. Wirklich Bezirksliga, wirklich vorpubertäres Gezitter. Dann hättest du es auch selber gemacht. Mensch. Schau deinem Opfer in die Augen, wenn du mit ihm sprichst. Und vor allen Dingen Körperkontakt. Steig jemand über den Arm oder geh mal ran mit dem Schenkel. Das hab ich doch gemacht. Du siehst ja, wie ich aussehe. Das sind genau die miesen Tricks, die zu Ihnen passen. Ach, Frau Reinhardt, das ist ja... Geschlagen? Volles Eigentor. Ja, das war's dann wohl. Hey, 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 warte mal. Ich hol dir ein Bier. Mir auch. Ich wusste gar nicht, wie viel Freude mir das macht, diese Arbeit mit den Studenten. Kreativität ist was Tolles, aber sein Wissen weiterzugeben, ist was ganz anderes. Ja, jetzt steige dich nicht rein. Noch hast du den Job, ne? Na klar, mir ist diese Stelle praktisch in den Schoß gefallen. Aber wer erreicht heute schon noch was ohne Beziehung? Dafür musst du dich doch nicht entschuldigen. Höchstens für die Ohrfeige. Diese Frau schafft mich. Das macht doch nichts. Für uns bist du immer noch der Größte. Eben, wir kennen deine Qualitäten. Und außerdem, so jemand wie die schneidet sich früher oder später ins eigene Fleisch. Da kannst du sicher sein. Prost. Komm, mit dem Sandmann sind wir doch fertig. Was willst du denn jetzt noch? Seid ihr noch nie in der Klemme gewesen? Ich meine, bis jetzt hat er auch einen Spitzenunterricht geliefert, oder? Der gefällt ja wohl, was? Du mit deinem Merkel. Ja, aber jetzt kommt sein richtiger Charakter durch. Also, Entschuldigung, ohne mich. Ich weiß nicht. Ich kenne ihn und ich traue ihm das irgendwie nicht zu. Dann beleg mal einen Kurs in Menschenkenntnis. Der Sandmann hat uns betrogen, verdammt nochmal. Und außerdem haben wir abgestimmt. Das Thema ist durch. Eben. Aber nur mal angenommen, er war es doch nicht. Wer hätte dann was von der ganzen Aktion? Ja, der Damensieg, der Nagel, die Reinhardt. Im Grunde jeder, der einen Zeitvertrag hat. Und auf seine Festanstellung wartet. Genau. Na hör mal, das klappt ja wohl selber nicht. Mensch, da wird doch auch untereinander geneidet. Ja. Professoren, Titel, Gehälter, dieser ganze Quatsch halt. Und was schlägst du vor? Willst du jetzt jedem Dozenten nachschnüffeln oder was? Ach, ich weiß doch auch nicht. Aber ich finde, wir sollten ihm noch eine Chance geben. Also wenn Sie da nicht mal dem Falschen Ihre Sympathien geben, vergessen Sie diesen Sandmann. So, und jetzt fangen wir endlich mal an, ja? Kommt ja auch. Ah ja, da hatten wir drüber gesprochen. Hey, hast du deine Hausarbeiten schon kopiert? Nee, wie kommst du denn darauf? Na, wegen Copy Brüning. Das ist doch der einzige Laden, der sowas macht. Wegen der Formate DIN A0 und so. Ach. Und was ist jetzt? Wissen Sie was? Vergessen Sie mich einfach auch. Wie den Sandmann. Das ist ein dickes Ding. Noch jemand, der den Unterricht verlassen möchte? Hey. Fotziger Drecksack.
Wichser! Die Computergrafik. Hallo, die Stella-Ausstellung war klasse. Ganz, ganz toll. Morgen. Morgen. Herr Sandmann, ja? Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Gestern auf dem Tennisplatz, da bin ich etwas zu weit gegangen. Schon vergessen. Da ist ein Schlüssel abgegeben worden. Der müsste zu den Dozentenfächern gehören. Geht da keiner ab? Doch, ja, das ist er ja. Das ist meiner. Ah, schauen wir erst einmal. Na? Das interessiert mich auch. Kommst du mit? Ja, ja, natürlich. Wieso ist das jetzt verschlossen? Darf ich mir die Schlüssel haben? Na, das mache ich schon selber. Kommt das da rein? Das ist nicht meins. Ja, ja. Ja, das sind doch Kopien der Wettbewerbsunterlagen. Das kann nicht sein. Da brauchen Sie mich gar nicht so anzusehen. Den Beweis haben Sie gerade selbst in der Hand. Na, Herr Sandmann, jetzt wird's aber eng. Herr Dr. Merlin, die Beweise sind doch eindeutig. Ja, Herr Sandmann, ich muss schon sagen... Und ich sage Ihnen, ich habe diese Kopie nicht gemacht. Dann hat das wohl mit Zauberei zu tun. Wieso hätte ich denn die Entwürfe kopieren sollen, wenn ich Ihrer Meinung nach sogar die Originale geklaut habe? Waren Sie in Ihrem Schrank oder nicht? Zuerst verschwindet mein Schlüssel, dann ist mein Schrank geöffnet. Also wenn das nicht irgendwie zusammenhängt, dann weiß ich nicht. Also so leicht geht's nun nicht. Ich meine, warum geben Sie es nicht endlich zu? Herr Sandmann, unsere Studenten haben das Recht auf eine solide Ausbildung. Was Sie ihnen hier demonstrieren, ist schmutzigster Konkurrenzkampf. Herrschaften, was soll denn das? Wir wollten zum Sandmann. Dr. Merlin, bitte. Das ist eine Rechnung über Kopien. Sie gehört Frau Reinhardt. Ja und, was sagt er schon? Ich werde doch noch Kopien machen dürfen. Natürlich, Frau Reinhardt. Aber nicht dieses Spezialformat. Ich war in dem Laden und man konnte sich sehr gut an Sie erinnern. Reinhardt ist ab sofort vom Unterricht suspendiert. Und ich bin wirklich sehr froh, dass diese unangenehme Geschichte zu Ihren Gunsten ausgegangen ist. Ich auch. Wir alle, das heißt, die Studenten und ich, sind wirklich sehr erleichtert. Weiterhin auf gute Zusammenarbeit. Worauf Sie Gift nehmen können. Ja, da ist wohl eine Entschuldigung fällig. Also, sorry, wir sind wohl ziemlich daneben gelegen. Ja, Entschuldigung, dass wir Ihnen, dass wir dir das zugetraut haben. Schon gut. Schalten Sie zu, schalten Sie ein, wenn es wieder heißt, Sandmann und seine Klasse. Alles klar. Wie um alles in der Welt bist du an diese Rechnung gekommen? Weibliche Intuition. Naja, und ein bisschen Detektivarbeit. Und wie kam dieser plötzliche Sinneswandel? Du kannst dich bei Henrik bedanken. Der hat mir den Kopf wieder gerade gerückt. Das werde ich. Danke. Na, und? Alles bestens. Was denkst du denn? Wie? Wochenlanger Terror und du sagst nur alles bestens? Irgendjemand hat es geschafft, Sumeya davon zu überzeugen, dass ich unschuldig bin. Und die hat dann die Sache in die Hand genommen. Danke. Hey, Sandmann, hier ist ein Fax für dich. Du weißt ja, wie die Frauen sind. Ist vorhin gekommen. Du hast den ersten Preis gewonnen. Du Glücks. Nein, ich glaube es nicht. Hat aber dein Freund Rudi ganz schön nachgeholfen wahrscheinlich, oder? Das ist Rudi Lehner, das ist mein Studienkollege. Ja. Geht hier überhaupt nichts mehr ohne Amigos? Dem musst du jetzt schon eine Dose Ravioli spendieren, ne? Ich? Nein, nein, das müssen meine Studenten machen. Die haben den Preis gewonnen. Unser Sandmann, ganz der Pädagoge. Da darfst du doch nicht mit. Ich glaube es nicht. Komm, wir machen gleich eine Flasche hier auf. Hallo alle zusammen. Sumeya. Sumeya.
Na, alles wieder in Ordnung? Komm, setz dich. Oh, ja. Danke. So. Sag's durch die Blume. Das habe ich nicht nötig, ich weiß es sowieso schon. Die Veilchen sind für dich, weil die Farbe so gut zu meinen Augen passt, danke. Also, Sumeya, für wen waren denn jetzt die Blumen? Ist doch klar, die waren für mich. Na, die sind für mich gewesen. Die waren für mich. Moment. Also die Blumen. Die Blumen waren von Alicia. Für euch alle. Was? Ach so, für uns alle. Ja, damit ihr sie nicht vergesst, hatte sie mir aufgetragen, euch jeden Morgen frische Blumen vor die Tür zu legen. Na toll, und warum sagt uns das keiner? Na, weil sie dachte, ihr habt genug Grips, dass ihr da selber drauf kommt. Hey, ihr habt euch doch wohl nichts eingebildet, oder? Nein. Nein. Dann ist es ja gut.